Wir sind heute zu Gast in der Kälberaufzuchtanlage der Agrargenossenschaft Königssee in Thüringen. Hier werden weibliche Kälber aus der 900er Milchviehherde aufgezogen und wir bekommen heute erklärt, worauf es dabei ankommt. So, hallo, ich bin die Annette Ulrich. Wir sind hier im Außenbereich in der Stallanlage Herschdorf von der Agrargenossenschaft Königssee. Wir ziehen hier die Nachzucht auf für unseren Stammbetrieb. So im Jahr ca. 400 Stück. Bei so vielen Tieren bleiben hier Probleme nicht aus. Wir haben jetzt eine Verbesserung angestrebt. Und zwar haben wir einen Neustall vor 2 Jahren, 2018, errichtet, wo schon eine starke Verbesserung für die Gesundheit da war. Und haben aber jetzt auf einen anderen Milchaustauscher, die Kalbi Milch Top S, gewechselt. Unsere Erkrankungsrate hat sich dadurch sehr optimiert von 2018 zu jetzt. Also das hier sind jetzt meine jüngsten Tiere. Die habe ich jetzt erst bekommen. Sie lernen gerade das Saufen. Und ich musste von gestern zu heute ein einziges Kalb noch mal reinführen. Also sie nennt das Milchpulver sehr, sehr gut an. Es riecht gut, es schmeckt gut, dass es schon angesäuert ist. Die Kälber können es schöner verdauen. Sie wachsen schöner daher, die Wände bleiben sauber häufig. Wenn sie mal krank werden, sie erholen sich auch sehr schnell. Wir haben sehr, sehr viel probiert. Ich kann dieses Produkt Kalbi Milch Top S nur empfehlen. Meine Tiere wachsen sehr viel gesünder auf. Also ich bin sowas von zufrieden, wo ich meine Befürchtungen hatte. Ganz am Anfang, dass die Tränkautomaten das überhaupt nicht mitmachen oder dass ich einen größeren Aufwand hätte beim Sauberhalten, was aber überhaupt nicht der Fall ist. Also die Säcke sind dann nochmal separat in einen Plastiksack, ist das Milchpulver drin. Aber ich finde das schön so, dass es nochmal extra so eingepackt ist. Es regnet mal bei uns, wir fahren das im Freien von einem Stall in den anderen. Es bleibt immer frisch und es ist wirklich frisch. Na gut, magst du mal kosten? Weil es schon angesäuert ist, darf die Tränktemperatur nicht über 35 Grad gehen. Und die Tiere nehmen das auch sehr gut an. Läuft super. Ich muss auch noch dazu sagen, seitdem wir das Top S verwenden, haben wir viel, viel bessere Zunahmen. In der 8-Liter-Phase sind es 1200 Gramm am Tag. Und das ist eine Menge Holz für einen Kalb. Das wir vorher auch nicht hatten, da hat man maximal 750, 800 Gramm Tageszunahme. Sie sind rund, sie sind voll. Also solche Zahlen, wenn ich dran denke, vor Jahren, da lache ich mal bei 400 Gramm. Und darüber möchte man mal nachdenken. Wir wünschen Frau Ulrich und ihren Kälbern auch in Zukunft alles Gute und viel Erfolg im Stall. Thank you.